Können Sie da ein positiveres Bild? Ja, könnte ich schon. Also ich bemühe mich ja darum. Ne? Also eins zum Beispiel ist, ja, also viele Leuten macht das Angst, wenn man sagt, in 20 oder 30 Jahren wird vielleicht die Hälfte der Leute in diesem Land keiner geregelten Lohnarbeit mehr nachgehen. Mhm. Das finden die Gewerkschaften schrecklich, finden die Politiker schrecklich, ganz viele Menschen schrecklich. Jetzt gibt es unglaublich viele Berufe in diesem Land, die machen auch keinen Spaß. Das kann ich daran erkennen, wenn ich morgens an der Ampel stehe und all die Leute mit so einem Gesicht zur Arbeit gehen. Und wenn diese ganzen Jobs alle wegfallen und die Leute hätten ausreichend Geld in der Tasche und genug Pläne für den Tag, dann wäre das nicht das Schlimmste. Mhm. Und wenn wir vielleicht ein Bildungssystem hervorbringen, das die innere Motivation, die intrinsische Motivation stärkt und nicht das Arbeiten für Belohnungen, dann könnte das sein, dass ziemlich vielen Leuten ziemlich viel Gutes für den Tag einfällt, ohne dass sie dafür entsprechend entlohnt werden. Das heißt, arbeiten, sich verwirklichen, was zu tun, liegt in der Natur des Menschen. Mhm. Aber von 9 bis 5 in ein Büro zu gehen und dafür Geld zu kriegen, nicht. Mhm. Und deswegen muss es nicht verkehrt sein, dass diese Arbeitsgesellschaft, die ja erst vor 250 Jahren entstanden ist, ich meine, die alten Griechen, die die Demokratie erfunden haben, die haben sich dadurch geadelt, dass sie nicht gearbeitet haben. Mhm. Auf Kosten der Sklaven. Die Sklaven, die Frauen und die Ausländer haben gearbeitet. Und die Frauen und Sklaven und Ausländer der Zukunft werden Computer und Roboter sein. Das muss nicht verkehrt sein, aber ich weiß, dass der Weg dahin dornig ist. Ja, jemand, der Busfahrer war, in 10 Jahren fährt keiner mehr Bus. Da fahren die Busse ganz von alleine. Ja, wahrscheinlich in 10 Jahren wäre eine realistische Zahl. Ja, Taxis gibt es auch nicht mehr, sondern nur noch selbstfahrende Autos, wofür die man eine App hat. Es gibt ganz viele Leute, die keinen Job mehr haben und die werden auch keinen mehr finden. Und zwar und für diese Menschen Leute. Ist das aktuell ein Riesenproblem. Und was ist der Vorschlag? Also ich glaube, dass die Generation derjenigen, die jetzt einen Beruf machen, der durch einen Algorithmus ersetzbar ist, dass deren Situation kaum aufgefangen werden kann. Und ich glaube, dass das Empörungspotenzial und die Anzahl der Menschen, die dann sagen, früher war alles besser und dann Protestparteien wählen und so, dass es sehr groß ist. Mhm. Ich glaube aber, dass langfristig durch ein verändertes Bildungssystem Menschen heranwachsen, die nicht mehr darauf konditioniert werden, von 9 bis 5 für Lohn zu arbeiten. Mhm. Und wenn das der Fall ist, könnte sich dieses Problem historisch langsam verändern. Das war ja genauso bei der ersten industriellen Revolution. Da wurden aus Bauern Fabrikarbeiter. So, und der ganze Rest war nicht mitgedacht. Es war nicht mitgedacht, dass für diese Leute wurden nicht anständig bezahlt. Ja, es gab keine medizinische Versorgung, keine Krankenkasse, keine Arbeitslosenversicherung. Alles das gab es nicht. Die Leute lebten in furchtbaren Verhältnissen. 80% waren von den Segnungen der industriellen Revolution ausgeschlossen. Am Ende ist sowas dabei herausgekommen wie unsere wunderbare soziale Marktwirtschaft. Auf einem langen, langen Weg. Und wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es heftige gesellschaftliche Erschütterungen gibt, um zu einem besseren Gesellschaftssystem zu kommen und nicht zu einem, wo am Ende 4 Konzerne die ganze Welt regieren. Die eine Hälfte der Bevölkerung hat nichts mehr zu tun und wird von morgens bis abends mit dämlicher Unterhaltung abgespeist. Also klassisches Beispiel wäre die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Mhm. So, das ist eine Idee, die nach der Vorstellung der alten Arbeits- und Leistungsgesellschaft komisch ist. Jemand, der nie was geleistet hat, soll genauso viel Geld kriegen wie jemand, der 30 Jahre lang Bus gefahren ist. Mhm. So, das kommt einem ja jetzt erstmal blöd vor. Trotzdem wird es eingeführt werden. Und zwar völlig egal, wer regiert. Vollkommen egal, welche Partei an der Macht ist. Einfach aus dem Grund, wenn wir das nicht tun, werden wir bei den nächsten Entlassungswellen, das fängt bei den Banken und bei den Versicherungen an, wo Hunderttausende von Jobs verloren gehen, ein gewaltiges Unzufriedenheitspotenzial haben. Wir schwächen unseren Binnenmarkt. Wir haben lauter Leute, die jetzt auf Hartz IV fallen und das Gefühl haben, nichts mehr wert zu sein. Und das muss gesellschaftlich aufgefangen werden. Das wird auch kommen. Nur ist das allein noch nicht die Lösung. Ja, die Tatsache, dass die Leute genug Geld in der Tasche haben, um nicht ganz arm zu sein, löst das Problem nicht. Ist aber der erste Schritt. Und im Augenblick wächst die Anzahl der Leute, die ein solches Grundeinkommen haben, quer durch alle Fraktionen und politischen Richtungen sehr stark.